Moin, mein Name ist Heinrich Löwe und ja, jetzt seid ihr mit dabei. Ich hatte mir Selbstgespräche geführt, mich verdrückt. Naja, ist nicht viel passiert. Wir haben quasi mit Keanu Reeves gesprochen, der quasi unser Körper haben will und der quasi in uns ist. Der hieß ja Johnny Silver, glaube ich. Wir müssen in die Zukunft blicken. Kann ich jetzt nicht rauf? In die Zukunft, die Lucius sich für unsere Stadt gewünscht hätte. Ich verspreche, ich werde alles in meiner Macht Stehende tun. Ah. Ja, nochmal ganz kurz. Wir sind ja eingeschlafen im Bett, ich bin aufgewacht, dann hatte ich noch ein bisschen mit Keanu Reeves quasi gesprochen, der quasi unser Körper haben will, aber wir wollen unseren Körper nicht hergeben und ich bin dann quasi erst mit der Tablette losgeworden. Leider war das offscreen. Ich könnte jetzt das laden und das nochmal neu sprechen, das ist aber lame. Zweitens hat dieser Typ, der uns gerettet hat, der Asiate Takamoro oder wie der auch mal hieß, uns angerufen und will uns unbedingt sprechen und uns unbedingt treffen. Und da sind wir jetzt auf dem Weg hin. Takemura. Irgendwas mit Take. Ach ja, und ich muss meine Miete zahlen. Ich habe eine Mail gelesen, ich muss meine Miete zahlen. Und irgendwie mein Wagen ist in der Tiefgarage. Komm mal da hin. Irgendwas war mit der Tiefgarage und mein Wagen, egal. Hey, du! Hä? Wer, ich? Na, Meter können wir mal laufen hier. Regina Jones. Wie mein Lieblingssöldner. Oh! Wie mein Lieblingssöldner. Ich habe einen Galeaner zu verkaufen. Hat noch nicht viele Kilometer auf dem Buckel. Der vorherige Besitzer hatte panische Angst davor, aus dem Haus zu gehen und von ihnen erschossen zu werden. Also stand der arme Wagen 10 Jahre lang in der Garage. Aber man kann dem Schicksal nicht entkommen, nicht wahr? Eines Tages ein Querschläger durchs Fenster traf den Besitzer. Die Moral von der Geschichte ist, dass man sein verficktes Leben einfach leben muss. Als sei es... wie man es leben muss. Also sei kein Geizhals. Pack dein Redship aus und schnapp dir den. Will ich haben. Kann ich hier irgendwie zurück? Fahrzeug kaufen. Okay. Der andere Typ muss warten. Ich will den Wagen haben. Ein Fixer hat dir gerade ein Fahrzeug zum Kauf angeboten. Jedes Mal, wenn ein Fixer dir ein Angebot schickt, erscheint eine neue Markierung auf deiner Minimap. Wenn du das Fahrzeug kaufen möchtest, begib dich dorthin. Ja, der Fixer weiß, was ich für einen Wagen haben will. Den habe ich ja angefangen in dem Spiel. Mit dem will ich jetzt auch noch weiterfahren. Wir sind ja immerhin Nomaden, ne? Das ist unser hier. Und? Ach, ich muss. Hätte ja auch eine Falle sein, oder? Noch höher. Wollen hier einfach Autos klauen hier in dieser Welt? Ist das Dude? All night. Every. Da ist er ja. Also irgendwie denke ich an den Golf 1 oder so. Irgendwas in dieser Richtung. Wenn ihr wisst, was für ein Auto das sein soll, an was es angelehnt ist, schreibt es mir in die Kommentare. Ich sag, solange ist es ein Griff. Auf den. Ich kaufe diese Möhre. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Aber das Fahrzeug ist. So. Einsteigen.
Oh, Nachricht lesen. Viel Glück mit dem Wagen, aber pass auf, man könnte immer meinen, Geschwindigkeitsübertretung ist den Augen des NYCPD das größte Verbrechen. Aha. Go, go. So kann ich besser fahren. Ah, ich fahre falsch runter. Gas geben. So, wo ist denn der Tucker, Tucker, Heini? Halt mich hier nicht an Gesetze. Ich bin das Gesetz auf der Straße hier. Ich fahre, wie ich will. Ist das hier ein Eingang? Ach Mist, ich habe ja noch ganz viel Krempel gehabt, die ich verkaufen konnte. Jetzt fällt mir ein, was ich vergessen habe. Diesen ganzen Standardschrott. Bitte. Ja, ich setze mich doch schon. Du siehst besser aus. Danke, du auch. Während der Autofahrt dachte ich. Du schaffst es nicht. Warum hast du mir überhaupt geholfen? Ich brauchte dich lebend. Das tue ich immer noch. Als Zeuge? Geht's um den Biochip? Sind wir deshalb hier? Hm. Hab gehört, dass er irreparabel beschädigt wurde. Jeder Versuch, ihn zu entfernen, wäre tödlich für dich. Vic plaudert wohl gerne. Du solltest dankbar sein für das, was er für dich getan hat. Basteltasche. Vic. Was genau willst du von mir? Als erstes musst du mir sagen, wo ich Evelyn Parker finde. Evelyn? Wofür brauchst du sie? Sie und Yorino Barasaka hatten eine intime Beziehung. Sie weiß, wo er angreifbar ist. Ich wollte eh mal mit dir reden. Sie hat mir ihre Hilfe versprochen, um den Chip loszuwerden. Darauf solltest du nicht vertrauen. Sie ist wahrscheinlich schon lange verschwunden. Oder tot. Warum glaubst du, sie ist nicht mehr hier? Ich habe nach ihr gesucht. Erfolglos. Vermutlich hat sie ihre Spuren verwischt. Parker sollte dir also helfen, den Relic zu entfernen. Arbeitet sie für einen Konzern? Was ich? Wir haben keine Ahnung. Zeit zu verlieren. Wie? Evelyn wusste viel über den Relic. Darunter massig vertrauliche Informationen. Sie war schwer zu durchschauen, hatte aber diese Durchtriebenheit von Konzernagenten. Du weißt schon. Würdest du mich auch als durchtrieben bezeichnen? Hey, du wurdest rausgeschmissen zu den anderen Außenseitern. Schon vergessen? Willkommen im Club. War's das? Ich sollte echt los. Warte. Yorinobu Arasaka muss für den Mord an seinem Vater bezahlen. Du willst Gerechtigkeit? In Night City? Ich wäre Rache. Weitaus realistischer hier. Ich habe Verbündete, um Yorinobu in die Knie zu zwingen. Ich brauche nur Beweise. Und du denkst, sie glauben einem Söldner? Mehr habe ich nicht in der Hand. Und ich kenne hier niemanden. Bin auf der Flucht. Gute Voraussetzung dafür. Was, wenn ich Nein sage? Dann nenne ich dir die Belohnungen dafür, dass du Ja sagst.
Also was? Wir spazieren einfach ins Arasaka-Hauptquartier und schreien heraus, dass Yorinobu seinen eigenen Vater umgebracht hat? Wir bekommen eine Anhörung vor vernünftigen Menschen. An einem neutralen Ort. Gewisse Prozeduren werden die Wahrheit ans Licht bringen. Ein Lügendetektor? Vergiss es. Dann wird's Zeit für Option B. Du stirbst. Hast keine Ahnung, wie du dich retten kannst. Ein Chip, der Relic, ist schuld. Arasaka-Technologie. Und nur Arasaka weiß, wie sie funktioniert. Dieser Konzern kann dich ebenso leicht retten wie verschwinden lassen. Du brauchst nur die richtigen Leute auf deiner Seite. Simple Politik. Er will doch nur wieder ins Geschäft kommen. Er wird mich doch opfern. Und was für Leute meinst du genau? Leute, denen Arasaka wichtig ist. Denen das sichere Wachstum des Konzerns am Herzen liegt. Wachstum. Du meinst Leute wie Anders Hellmann. Woher kennst du diesen Namen? Hab mich vernünftig auf den Job vorbereitet. Hellmann hat den Relic erfunden. Wohl kaum. Er ist nur eine Schachfigur. Ich dachte an jemand Mächtigeren. Außerdem hat Hellmann Arasaka verraten und ist entkommen. News? Nun, Hanako-san, zunächst würde ich gern von Ihnen wissen. Überall dreckiger Saka-Abschaum. Hey, das wollte ich mir anhören. Schnauze, niemand außer dir will den Scheiß über diese Konzernschlampe sehen. Was hast du gesagt? Soll ich's wiederholen? Lass gut sein, Takemura. Wenigstens einer von euch weiß, was gut für euch ist. Das Letzte, was wir wollen, ist auffallen. Verzeihung. Ein dummer Reflex. Ja, den kannst du nicht mehr erlauben. Danke für das Angebot. Ich muss drüber nachdenken. Aber ich melde mich. Ich brauche... Zeit zum Planen, Organisieren, wird sich für dich auszahlen, mir zu helfen. Ich will dich bitten, nicht die Stadt zu verlassen. Was? Warum sollte ich das denn tun? Ich brauche Hilfe. Und am ehesten finde ich die hier. Wer soll dir außer Arasaka-Experten helfen? Du hast keine Alternative. Wir haben doch gerade über einige gesprochen. Mit ein bisschen Glück finde ich Evelyn. Wenn sie dir vorher nicht helfen konnte, kann sie das jetzt auch nicht. Verbrecherkodex. Kriege ich noch Geld von der? Das habe ich. Was hat sie nur den Fixer bezahlt und der hat mich nicht bezahlt, weil er mich ja töten wollte? Ganoven besitzen keine Ehre. Das würde Yorinobu so unterschreiben. Garantiert. Diese Parker wird dir nicht helfen. An deiner Stelle würde ich mir einen Plan B überlegen. Ja. Anders Hellmann. So heißt der Entwickler des Chips. Um den Relic loszuwerden, muss ich ihn finden. Und wenn ich dafür noch mehr Ärger mit Arasaka bekomme, drauf geschissen. Hellmann hat Arasaka verlassen. Hab selbst eine halbe Ewigkeit nach ihm gesucht. Er war, wie heißt es noch? Wie vom Erdboden verschluckt. Verschwunden, aber... Da war aber jemand fleißig die letzten Tage. Solange es da draußen Informationen gibt und ich mich auf alles vorbereiten muss, werde ich nicht still sitzen. Ist ja auch dein Job. Das war mein Job. Warum hast du Hellmann gesucht? Er war es, der Saburo auf Yorinobus Intrige aufmerksam gemacht hat. Er kannte sie beide gut und könnte ein wichtiger Zeuge sein. Konzernratten quietschen immer, wenn man sie am Schwanz packt. Beide Optionen sind gut. Tagelang habe ich Informationen gesammelt. Alle Spuren führen zu einem Club.
dem Afterlife. Ach, Afterlife. Ich wurde von der Königin der Fixer dort abgewiesen. Rogue. Weil sie dich für einen Konzerner hielt? Nein. Sie hielt mich für Saburosans Mörder. Rogue ist gut informiert und bekommt alles mit, was in der Stadt passiert. Vielleicht hat sie eine Ahnung, wo Hellmann steckt. Viel Glück dabei. Die Frau ist wählerisch, teuer und unverschämt. Ich hab kein Geld mehr. Hab's in teuren Golf gesteckt. Ich kann nicht länger hierbleiben. Such ruhig nach Parker oder Hellmann, wem auch immer. Ich muss Freunde von mir um ein paar Gefallen bitten. Sobald meine Leute bei Arasaka bereit sind, zuzuhören, rufe ich dich an. Alle Welt meine Telefonnummer hat. Na dann. Danke. Wenn du Hellmann tatsächlich findest, lass es mich wissen. Ich habe eine Rechnung mit ihm zu begleichen. Ja, nachdem ich meine Informationen habe, kannst du gerne deine Rechnung begleichen. Das ist mir Wumpe. Oh nein. Stepper, Packung und Dreck. Manche Sachen ändern sich nie in Night City. Arasaka ist immer noch eine despotische Maschine und die Welt auf Kollisionskurs mit dem Chaos. Aber hey, wenigstens ist Rogue noch am Leben. Sind wir jetzt Freunde? Du hast echt Nerven. Erst willst du mich töten, jetzt willst du mein Kumpel sein? So tun, als wäre nichts passiert? Du weißt schon, dass du nichts laut sagen musst, um mit mir zu reden. Was willst du von mir? Hab nach einer Runde Nachdenken meine Meinung geändert. Will dich nicht mehr umbringen. Erstmal. Fick dich, Arschloch. Hey, ich hatte es auch schwer. Du bist auf einer Müllhalde aufgewacht, ich in deinem Kopf. Mitten in deinen Gedanken, Erinnerungen. Gleichstand, würde ich sagen. Ich habe einen Schritt zurückgemacht und nachgedacht. Wir könnten einander helfen. Am besten fangen wir mit Rogue an. Wir kennen uns schon seit Urzeiten. Warum sollte ich dir trauen? Sag's mir. Vertrau mir oder auch nicht, mir scheißegal. Ist echt das kleinste unserer Probleme. Du bist Vergangenheit, Arschloch. All deine Freunde sind entweder tot oder zu alt, um sich an irgendwas zu erinnern. Johnny Silverhand ist als Legende gestorben. Das vergisst niemand. Genau. Du kennst Rogue. Klingt wie ein Porno. Was soll ich hier sagen? Mein sprechender Gehirntumor behauptet, er wäre ihr alter Kumpel Johnny? Glaub mir, Rogue hat schon dümmeren Scheiß gehört. Schon vor Ewigkeiten, als du nicht mal ein Kitzeln im Hodensack deines Papas warst. Spar dir das Gelaber. Ich habe deine Erinnerung gesehen. Widerlich. Überlass Rogue einfach mir. Die tanzt nach meiner Pfeife. Bring uns nur ins Afterlife. Es gibt kein Uns. Judy, ja. Dann machen wir das doch. Judy. Oh, wir haben noch eine Nachricht von Jackie. Bleibst du? Hat sich ja erledigt. Ah, die Mama hat uns auch nochmal geschrieben. Die reden bitte. Ich habe etwas gefunden, was Jackie gehört. Ich glaube, er hätte wollt, dass du kommst. Über den Pack. Siehste. Wollt mit mir reden? Guck mal. Kann ich sie anrufen? Übermittlung der Nachricht nicht möglich. Der Empfänger ist möglicherweise im Moment nicht erreichbar. Einfach gewesen. Alvarez. Ja, hier will ich doch anrufen. Ghost Town, neue Mission. Nee, erstmal hier die anrufen. Wie? Ach, du warst das, ja.
Scheiße, ich dachte, du wärst tot. Du bist nicht die Einzige, die mich für tot hielt. Ich habe auch gedacht, dass es das für mich war. Ist nicht gut gelaufen, hm? Nicht ganz nach Plan. Hör zu, ich muss Evelyn finden. Eigentlich will ich nicht über sie reden. Weißt du, wo sie ist? Was habe ich gerade gesagt? Lass es. Ich werde mich nicht wiederholen. Julie, ich habe nur dich. Du bist meine einzige Hoffnung. Ich muss sie finden. Und ich weiß, dass du mir dabei helfen kannst. Und wer sagt, dass ich das will? Können wir uns treffen? Bitte? Bist du im Lizzie's? Oh, was machen die beiden da? Ich dachte, die machen da gerade was an Unanständiges, weil die da so beide in Unterwäsche sind. Oh, das wollte ich nicht. Ich habe einen Scharfschuss. Ach komm. Packen wir das mal wieder weg. Treffen wir uns mit Judy. Hey, du kleiner Zwerg, geh weg von meinem Golf. Geh ja weg, du. Kind oder ein Zwerg? Oder ein Zwergenkind. Zieh Leine da, jetzt komme ich. Oh, Zivilisten. Oh, eine Ampel. Die war schon kaputt. Hier, Golf, kein Kratzer. Heile. Neue Golf 3000, jetzt neu. Von Audi. Jetzt schon wieder. Okay, ein paar Infos zu deinen Gegnern. Überraschung wirst du hin. Okay. Achso, es geht ums Boxen hier. Mhm. Watson ist nicht mehr abgerichtet. Also bist du ganz gar frei, aber vergiss die Kämpfe nicht, okay? Wäre echt eine Verschwendung und dein Talent. Aber gut, damit ich kämpfe. Prozent der Bewohner von Night City gerne sehen, dass ihre Stadt der Union beitritt. Okay. Ich muss einfach nur scrollen und wieder rausgehen. Ja, bist der eh da. Hey, guck mal! Die war ja hier. Los. Hey! Hab ich dich hier nicht schon mal gesehen? Korrekt. Gesichter kann ich mir gut merken. Geschlossen. Tut mir leid. Ich muss mit Punch und Judy reden. Ist sie in ihrer Bude? Mhm. Die Treppe runter. Ich sag Judy, dass du hier bist. Treppe runter? Treppe dazu? Nee, doch, durch müssen. Schön langsam, Kleine. Was sollen wir für dich tun? Ihn verprügeln. Und wenn das nichts bringt... Ich weiß nicht. Versucht's mit Waffen. Ich will nur mein Zimmer zurück. Dein Zuhälter hat dich rausgeworfen. Er meinte, ich mach nur Verluste. Dann sagte er, schönes Leben noch. Und das war's. Joy Toy. Ich muss doch heute irgendwo schlafen. Du hast ja noch deinen Körper, oder? Das mache ich doch. Aber jeder Annie geht für Upgrades drauf. Also hab ich mir einen Hund geschickt. Oh, die ist recht laut, die Dame.
eine Markierung. Lass mich außerhalb. Pixar. Kann man echt viel. Ich habe auch ganz viel Nebenquests, glaube ich, hier. Nebenmission. Aber ich mache immer nur die Hauptsachen bisher. Judy ist mal wieder total peinlich. Ich frage mich, warum Sue so an ihr hängt. Ja, was sind das hier für Kammerchen? Hey, wo willst du hin? Hier gibt's nichts zu sehen. Lass gut sein. Ist ein Freund von Judy. Jemand mit so einem Outfit, mit rosa Gummistiefeln und Slip. Hast du den Bagulio fertig geraucht? Ja, heißt also zurück an die Arbeit. Mein Kindergartenkind, hätte ich mal. Achso. Schick mir nicht jedes Joy-Toy, das du triffst, hier runter. Was zur Hölle soll ich mit all denen anfangen? Wenn du es so mit Streunern hast, kümmere dich doch um deinen Gast. Sus, wir sind noch nicht fertig. Oh doch, und ob wir das sind. Du lässt einfach nicht locker, oder? Nein. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Ich dachte, ich hätte das klar gemacht. Oder war das zu subtil für dich? Susie scheint zu wissen, was sie will. Ist sie dein Boss? Bist du extra hergekommen, um nach irgendwelchen Mocks zu fragen? Worum ging's da eben? Jeder in dieser Scheißstadt lebt in seiner eigenen kleinen Blase. Entweder du steigst in ihr auf, oder du versinkst mit ihr im Dreck. Mocks und Nomaden sind gar nicht so verschieden. Beide reden ständig von Gemeinschaft. Und Zusammenhalt. Klassisches Dilemma. Was ist wichtiger? Familie oder die Welt da draußen? Das ist nur ein Club. Deine Philosophie interessiert hier keinen. Hör mal, hast du Evelyn gesehen? Ich muss sie sprechen. Es ist wichtig. Wieso? Damit du sie zum Sündenbock für deinen verpfuschten Job machen kannst? Komm schon, wie? Ja, hier. Ich muss wissen, für wen sie gearbeitet hat. Mehr nicht. Judy, mach dir keine Sorgen. Ich krümme ihr kein Haar. Warum sollte ich? Was für eine Mega-Tastatur die hat, ne? Okay. Na gut. Aber jetzt schon zu zweit dran arbeiten. Eine Puppe. Hat früher im Clouds gearbeitet. Das Zigarettenetui auf dem Schreibtisch. Da steht die Adresse. Gib es Evelyn, wenn du sie findest. Welchen Schreibtisch? Megatower? Wie dekadent. Ja. Warte. Lass mich wissen, wie es ihr geht. Okay? Ich ruf dich an, okay? Danke. Danke, wie? Ein Problem für dich immer gern. Nee, klau mal nix. Eine Puppe. Warum überrascht mich das nicht? Du bist ein Engramm in einem verblassenden Verstand. Ich sollte nichts überraschen. Okay, dann gehen wir also ins Cloud. Warum auch nicht? Hätte einen Schatten. Das ist echt Cyberpunk. Hier leuchten sogar die Bierfässer.
Das ist die Chefin, ne? Der Club hat zu. Hast du nichts Besseres zu tun? Ja, ich gehe ja schon. Hackfresse. Der Streit mit Judy. Worum ging's da? Was geht dich das bitte an? Willst du mir auch eine Predigt über Verantwortung für andere geben? Geh lieber, dein hohes Ross wartet. Ich bin nur neugierig. Neugier bringt dir absolut gar nichts, wenn du nicht die passenden Fäuste und Eier mitbringst. Ach, dann bin ich. Hab gehört, ihr helft draußen manchmal Mädchen. Das ist lange her. Und wie alles, was lange her ist, war es ziemlich blutig. Wie war das? Irgendein Aufstand? Ein Mädchen ermordet von einem Tigerclaw? Nicht die erste, aber die hat's ins Rollen gebracht. Die Leute hatten genug. Die Straßen waren voll mit geballten Fäusten. Mädchen, Zuhälter, Ausgestoßene. Eine richtige Freakshow. So fingen die Mocs damals an. Ist aber lange her. Das hier ist ein Geschäft, keine Heilsarmee. Ich kann nicht jeder helfen. Muss mich um meine eigenen Mädchen kümmern. Die Mocs gehen vor. Okay. Ich will jetzt nicht weiter quatschen. Ich will einfach rausgehen. Evelyn, gib's zu, hier geht's um Judy Wirtschaft, oder? Ich finde nur Aschenbecher. Mr. Hands. Man nennt mich Mr. Hands. Wenn du Jobs in Pacifica suchst, ruf mich an. Ich bin Vee. Was, kein Schön, dich kennenzulernen? Es ist mir eine wahrhafte Ehre. Wenn du Job suchst, ruf an. Oh, so ein netter Fixer. Mr. Hands. So, erstmal gehen wir zum Megagebäude. Wollen ja wissen, was mit Evelyn ist. Der kleinen Parker. Boah, die fahren ja alle wie besenkte Schweine. So. Oh. Das sagt der beschissenste. Wumms. Oh, jetzt aber, jetzt hier rum. Aber knapp, da war knapp. Boah, wir verpasst, aber es ging noch gerade so. Die Ausfahrt nehmen müssen wir, ne? Wie? Lang, lang ist's her. Wakakuru Kada, die Herren von Westbrook. Wenn du kurz Zeit hast, komm zu mir. Wir müssen eine Rechnung begleichen. Sandra Dossett, du hast das sehr gut gemacht. Du und auch dein Freund. Bis bald. Man hat ja echt viel zu tun in diesem Spiel. Ich überlege gerade, wo ich mit dem Frage, das ist ein Fragezeichen. Muss ja irgendwie dahinter sein, ne? Stimmt wieder ein paar Verbrechen. Ich helfe doch gern der Polizei. Komm ich hier durch? Mhm. Was sieht scheiße aus. Fahren wir weiter. Ja, wo war ich denn jetzt mit der Musik? Jetzt hat es geklappt mit dem Radio, oder? Warte mal. Kann ich hier Sachen verkaufen? Nee, nur essen kommen. Wahrscheinlich über mir, kann das sein? Hey,
Keine Ahnung, wie ich hochkomme. Aber anscheinend waren die ganzen Punkte irgendwie über mir. Um die letzten paar Meterchen laufen, weil das dauert mit dem Wagen zu lang. Ich laufe hier auch voll mega schnell. So, einmal Schrott verkaufen. Dann sehen wir mal gleich, wie es woanders aussieht. Aber erst verkaufen wir ein bisschen Gegenstände. Weil wir haben noch hier diesen ganzen weg. So. Und doppelt so viel verkauft wie sonst. Das macht also plus minus null? Sieht jetzt aber nicht so dekadent aus. So wie ich das sehe, wirst du hier entweder flachgelegt oder umgelegt. Worauf wetten wir? Umgelegt. Also ich muss noch Clouds auswählen, ne? Was ist mir diesmal entgangen? Sag schon. Die Braindance-Puppe verbirgt was. Kein Zufall, dass wir schon zwei Tiger-Claws gesehen haben. Das Haus gehört sicher denen. Arasaka und die Tiger-Claws stecken unter einer Decke. Interessant. Jeder Konzern hat Dreck am Stecken, aber die Straße hat eigene Gesetze. Die sind Abschaum. Gangs machen die Drecksarbeit, damit kein Anzug schmutzig wird. Überrascht dich das? Nein. Ich meine, wenn Evelyn verschwinden will, besonders vor Arasaka, braucht sie was Besseres. Die ganze Scheißsituation stinkt gewaltig, wenn du mich fragst. Du glaubst, Julia? Nein. Oh, ich hätte mich nicht wegdrehen sollen, oder was? Scheiße. Oh. Okay, pass auf. Wenn du eine Gummipuppe nimmst und in jedes Loch fließt, ist das ein Seitensprung? Nee. Gute Frage. Und warum ist das was anderes als ein Fickloch im Puppenhaus? Weil das Loch da Fleisch und nicht Latex ist. So logisch, oder? Fleisch, genau. Denkt nicht, fühlt nicht, ist einfach nur ein Loch. Könnte genauso gut Latex sein. Ist bloß eleganteres Wichsen. Okay. Das ist ja ein interessantes Gespräch. Hä? Warte mal, habe ich die falsche Mission? Wir wollten noch. War zu früh. Willkommen im Clouds, wo wir genau wissen, wonach Sie suchen. Bitte verbinden Sie sich mit dem Terminal. Dir ist klar, dass Direct Links nicht sicher sind, oder? Die Malware könnte direkt in meinen Kern vordringen. Und ich sitze dann auf den Ripper-Kosten. Wir brauchen Ihre Kerndaten, um Ihre Puppe zu finden. Hm. Also einen biometrischen Scan? Genau. Falls etwas schief geht, können Sie Beschwerde einreichen. Aber das ist noch nie passiert. Ja, weil sonst tot. Also, mal gucken. Ich suche eine Evelyn Parker. Arbeitet sie hier? Einen Moment, bitte. Evelyn ist momentan nicht verfügbar. Ich muss sie sehen. Es ist wichtig. Der Algorithmus ist unfehlbar. Hm? Glauben Sie mir, es wird die beste Puppe für Sie auswählen.
Unsere Puppen können ihre Haar- und Augenfarbe ganz ihren Wünschen anpassen. Ich bin kein Kunde. Ich will nur mit ihr reden. Ich bin kein Kunde. Umso mehr Grund, einer zu werden. Jeder kommt irgendwann zum ersten Mal ins Cloud. Kein Grund zu zögern. Sie müssen sich nur verlinken. Wir erstellen ein persönliches Profil und danach geht es schon los. Oh, sorry, hat sie endlich was Nützliches gesagt? Scheiß aufs Menü, lassen wir die Kellnerin sitzen und bringen unsere Sonderbestellung direkt zum Chefkoch. Soll heißen? Geh als Kunde rein und halt dich bedeckt. Ja. Die wollen nicht, dass wir ihnen in die Karten gucken? Dann spielen wir eben unser eigenes Spiel. Woher wollt ihr wissen, wonach ich suche? Das Cloud weiß alles. Ihr tiefstes Bedürfnis. Wir finden es. Okay. Ihre Wünsche werden erfüllt. Und vielleicht geschieht noch mehr. Das Wort weniger kennen wir nicht. Na gut, komm. Wir verbinden uns ja eh mit allem. Okay, dann mal los. Wie bei Avatar, ich steck das auf. Hierbei handelt es sich um eine Live-Sitzung. Es kann also Unerwartetes passieren. Hören Sie aber nicht gleich auf. Ihnen könnte etwas Wunderbares entgehen. Falls Sie für das, was auf Sie zukommt, nicht bereit sind, können Sie jederzeit abbrechen. Aber es hat noch nie jemand getan. Wie lautet Ihr Safe Word? Samurai. Und gespeichert. Ja, Kunde sein. Bitte warten Sie einen Moment. Ich scanne Ihr Profil. In einigen Sekunden sollten Sie kompatible Puppen sehen. So, und was nun? Hä? Zwei Treffer. Interessant. Ist das nicht normal, oder? Was heißt schon normal? Sie sind eben einzigartig und haben einen besonderen Geschmack. Unser System kommt damit klar. Also, wer soll es sein? Angel oder Sky? Wer war Sky und was war Angel? Ich nehme Angel. Angel sieht gut aus. Eine ausgezeichnete Wahl. Jetzt zur Bezahlung. Und dann führt das Cloud sie in den Himmel. Habe ich gerade. Na komm, 500 Tacken fürs Abenteuer machen wir jetzt. Ja, bitte. Und die Zahlung ist abgeschlossen. Der ganze Stock steht Ihnen zur Verfügung, falls Sie zunächst entspannen möchten. Angel erwartet Sie in Kabine 6. Verbindung bitte trennen. Das war's? Wir haben strenge Vorschriften, was Wachen angeht. Bitte lassen Sie alle gefährlichen Gegenstände bei mir. Ich bin gefährlich. Oh, für dich machen nur zwei die Beine breit? Traurig. Fick dich ins Knie, Johnny. Nein. Danke. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Okay, die... Liegt da irgendwen oder irgendwas? Rum? Ah, das ABC vom Nachtleben. Oh, Müll. Die ich hier verkaufen kann. Dass man da so mal reingucken kann, so ein bisschen, was so die Leute machen. Liegen.
Ich tue noch auf die Fresse, der Typ. Du musst echt ein Perverser sein. Vincent, oder? Ach du Scheiße. Ich bin Angel. Nein! Dein Engel. Ich will kein Engel. Ich hab mich verfehlt. Scheiße. Nenn mich wie. Nur wie. Meine echten Namen dürfen nur Leute sagen, die ich gut kenne. Keine Sorge, Schätzchen. Wir beide lernen uns gleich richtig gut kennen. Was soll das hier bringen? Ich verstehe es nicht. Harter Tag? Okay, warum nicht? Tu dein Bestes. Ich weiß, dass du stirbst. Oh. Safe for Samurai. Woher weißt du, dass ich sterbe? Weil du es fürchtest, tief in deinem Innern. Und es nicht wahrhaben willst. Und wenn schon, was kümmert's dich? Von all den Stimmen in deinem Kopf schreit die lauteste nach Hilfe. Deshalb bist du hier. Sieh dich um. Sag mir, was du siehst. Da ist was in den Spiegeln. Weit weg. Es ist eine Projektion. Deine innere Landschaft. Genau, was ich gebraucht habe. Therapie mit einer Robo-Nutte. Ich analysiere dich nicht. Und ich will dich auch nicht austricksen. Ich will nur dein tiefstes Bedürfnis erfüllen. Okay. Ich suche eine Frau, die hier mal gearbeitet hat. Evelyn Parker. Kennst du sie? Weißt du, wo sie ist? Du musst dich auf das große Ganze konzentrieren. Nicht auf die unbedeutenden Details, wie Evelyn. Tu nicht so, als würdest du mich kennen. Ich will nur antworten. Aber stellst du auch die richtigen Fragen? Wie willst du verändern, was bereits geschehen ist? Was soll das heißen, bereits geschehen? Ich glaube, ich kann nicht folgen. Was dir passiert ist. Was du tief in dir vergraben hast und niemandem zeigst. Und das wäre? Komm schon. Du weißt es selbst. Ich habe jemandem vertraut und wurde verarscht. Das ist alles. Aber du erwartest auch nichts Gutes von den Menschen. Nein, jetzt nicht mehr. Du wolltest etwas zurücklassen. Ein Stück deiner selbst. So fing alles an. Du wolltest, dass man sich an dich erinnert. Er lenkt einfach ab. Ich will hier Evelyn. Bring dich gleich um. Es ist nicht mal lange her. Ich wollte alles auf einmal. Und dann, ja, ist es passiert. Mir ist, als wäre ich nicht mal ich selbst gewesen. Trotzdem, wenn ich schon sterben muss, will ich wenigstens in die Geschichte eingehen. Und danach? Glaubst du, der Tod ist ein Verschwindetrick? Nachdem nichts mehr passiert? Ja. Nein, wir legen uns nicht hin. Ich werde verfaulen. Verschwinden. Nichts wird übrig bleiben. Das weißt du doch nicht. Nein, aber ich habe da so eine Ahnung. Und dieser Gedanke macht dich nicht traurig? Nicht mehr als Regenwetter. Oder noch eine ausgestorbene Tierart. Also ich bin traurig. Darüber, dass deine ganze Angst verschwindet und du nicht da sein wirst, um es zu genießen. Und was passiert als nächstes? Jetzt werde ich dir sagen, was du zu tun hast. Okay, dann schieß los. Du bist noch nie vor etwas weggelaufen, also fang jetzt nicht damit an. Keine Rückschritte. In dieser Stadt sterben Leute einfach so auf dem Weg zum Eckladen.
Aber das hat dich nie zurückgehalten. Du hast damit gelebt. Schon immer. Okay. Ja, mach ich. Und Safe Word. Ach komm, wir berühren mal. Nee, wir berühren nicht. Komm, die Finger entscheiden. Okay, wir berühren nicht. Ach komm, ganz hell. Aber mir geht irgendwie alles zu schnell. Um mich herum. Und ohne mich. Ich komme da nicht mit. Nur eine Täuschung. Unsere Wege sind verflochten. Unendlich. Veränderbar. Nicht statisch. Sondern immer im Werden. Und was gerade in dir passiert, könnte die Welt verändern. Hör zu, wie. Blick nie zurück. Wenn du töten musst, töte. Wenn du die Welt niederbrennen musst, lass sie brennen. Okay? Okay. Bin höflich, danke. Danke. Für alles. Ich will da nicht rausgehen. Das will niemand. Aber irgendwann muss es jeder tun. Samurai. Was? Was ist passiert? Du hast die Sitzung unterbrochen. Habe ich etwas falsch gemacht? Warst du nicht zufrieden? Evelyn Parker, was weißt du über sie? Moment mal, so läuft das hier nicht. Du kannst mich nichts übers Puppenhaus oder seine Leute fragen. Nichts in diese Richtung. Ich könnte Schwierigkeiten bekommen. Geh bitte. Geh einfach. Stechen? Das ist eher mein Niveau. Beantworte die Frage. Danach kannst du mit deiner Arbeit weitermachen. Ich beantworte gar nichts. Schon gar nicht dir. Ich kenne dich überhaupt nicht. Oh, habe ich verwählt? Verklickt? Sieht gut aus. Wäre schade, dass ich so... Und dabei bist du so hübsch. Wäre doch schade, wenn dir irgendwas passieren würde. Was wohl mit Puppen gemacht wird, die ihr schönes Äußeres verlieren? Also, Evelyn Parker. Wo ist sie? Es gab einen Vorfall mit einem Kunden. Ich weiß nichts Genaues. Hier stellt man solche Fragen lieber nicht. Tom weiß vielleicht etwas. Er und Evelyn standen sich nah. Frag ihn und lass mich in Ruhe. Tom, wer ist das? Ein Freund von Evelyn. Haben andauernd zusammengehockt. Wo finde ich ihn? Gehört zu den Puppen hier. Im VIP-Bereich. Kabine 2. Danke. Scheiße. Frag bloß nie wieder nach mir. Auf jeden Fall. War mir auch unangenehm. Ich mag's nicht, fremde Hände zu... Oh, Dildo-Sammlung. Oh, das ist ein Zerstörer, ey. Ja. Können wir so kaufen? Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Break und wir fragen nächstes Mal Tommy Boy, was der über die kleine Evelyn weiß. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und einen Kommentar. Ansonsten bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.